Hallo, liebe Leute, und herzlich willkommen bei Nerdfallmedizin. Hallo, Simon. Hi, servus. Für die, die den Simon erkennen, was eine Schande ist, er ist nicht nur zufälligerweise mit mir verwandt, sondern auch Neurologe und beschäftigt sich viel mit so spannenden Themen wie Schlaganfall und so weiter. Aber heute habe ich den Simon genötigt, mit uns über das Thema Krampfanfall zu sprechen, weil das finde ich gar nicht so selten ist und die Konzepte irgendwie außer ein bisschen Benzodiazepin zu geben, manchmal ja nicht ganz so ausgefeilt sind. Simon, starten wir gleich rein. Krampfanfall, an was denkst du da und was sind so, welche Arten von Krampfanfällen gibt es überhaupt so, Formen, Krampfanfallformen? Also wenn man mal ganz, ganz grundsätzlich startet, unterscheiden sich epileptische Anfälle danach, ob quasi das gesamte Gehirn betroffen ist vom epileptischen Anfall oder nur ein Teil vom Hirn. Wenn nur ein Teil vom Hirn betroffen ist, ist es typischerweise ein fokaler Anfall, wobei man dann noch differenziert zwischen einfach-fokalen, das ist, wo quasi nur eine Funktion oder eine Gruppe von Funktionen nicht da ist, zum Beispiel Zuckungen von einem Arm, während der Patientin ganz wach ist, mit mir sprechen kann, normal orientiert ist und so weiter. Kann man noch differenzieren zum komplexfokalen oder dyskognitiven Anfall, wo quasi auch nur ein Teil des Körpers ein Problem hat, zum Beispiel wieder die Zuckung von einer Seite, aber der Patient nicht bei seinem zumindest normalen Bewusstsein ist. Und dem gegenübergestellt hat man quasi die generalisierten Anfälle, die in der klassischen Form von diesem tonisch-klonischen Anfall ablaufen können. Das heißt, wo das gesamte Gehirn vom epileptischen Anfall betroffen ist. Das Ganze kann mit einem fokalen Anfall beginnen und zu einem generalisierten Anfall werden, was nicht ganz untypisch ist, weil ein kleineres Problem im Hirn ist, wo sich der fokale Anfall quasi startet und sich dann aufs ganze Gehirn ausbreitet als generalisierten Anfall. Long story short, und was sehen wir? Wir sehen entweder Patienten oder Patientinnen, die quasi insgesamt von einem epileptischen Anfall betroffen sind. Das heißt, generalisierter Anfall, das heißt Zuckungen aller Extremitäten typischerweise, versus limitierter in der Regel einfach-fokale Anfälle, wo nur ein bisschen was passiert, das auch verhältnismäßig deutlich seltener ist. Also man sieht natürlich in der Notfallmedizin viel häufiger die generalisierten Anfälle, die auch mehr Therapiekonsequenz haben. Okay, jetzt hast du schon gesagt, epileptischer Anfall, da denke ich eben an die Epilepsie, aber es gibt ja auch andere Ursachen, dass jemand quasi krampft. Sagen, gehen wir jetzt mal vor allem Richtung generalisierte Krämpfe, das ist ja das, oder Krampfanfälle, das ist ja das, wie du sagst, das uns am häufigsten betrifft und auch irgendwie am eindrücklichsten ist. Kannst du das irgendwie einteilen? Welche Ursachen gibt es so für Krampfanfälle oder gibt es da irgendein Schema, an dem man das sich orientieren kann? Also grundsätzlich gibt es eine Million unterschiedliche Ätiologien und das macht natürlich ein bisschen interessanter. Aber reell sind es dann gar nicht mehr so viele, die man häufig sieht, gerade im sozialmedizinischen Setting. Und ganz vereinfacht gesagt, also es kann einmal strukturell im Hirn was nicht in Ordnung sein. Das heißt, entweder ist was Neues oder was Altes. Das heißt zum Beispiel eine frische intrazerebrale Blutung oder ein Hirntumor, der gerade anwächst und zum ersten Mal ein Problem macht. Aber genauso ältere Sachen, das heißt eine Narbe von einem Schädelhirntrauma, eine Narbe von einem Schlaganfall, die dann dazu führt, dass er Epilepsie ausgelöst hat. Das heißt, strukturelle Läsionen im Hirn sind eine große Gruppe. Eine weitere große Gruppe sind Alkohol-, Drogen-, medikamenteninduzierte Anfälle. Am häufigsten, so wie wir sehen, in unseren Breiten alkoholinduziert und zwar vor allem beim Entzug. Das heißt, bekannte Alkoholiker, Alkoholikerinnen, die quasi nicht mehr, also wo einfach die Krampfschwelle sich verschoben hat. Und wenn die dann quasi 3 Tage nicht trinken, dann kommt zum häufigsten bei denen zum Anfall das Gleiche, nicht ganz so häufig bei Benzodiazepin-Abhängigkeit. Es gibt im Gegenzug Drogen oder Medikamente, die epileptische Anfälle auslösen oder begünstigen können. Und dann gibt es so viel, also das sind einmal so Gruppen. Wir haben allgemein die Epilepsie per se, also Epilepsie im Sinne von irgendeinem Grund, warum die Epilepsie da ist, die strukturellen Gründe wie benannt. Und es gibt quasi idiopathische oder genetische Epilepsien, wo
wo quasi irgendein Epilepsie-Syndrom einfach vorliegt, das benannt werden kann oder nicht. Und dann gibt es viele andere symptomatische Ursachen, typischerweise also jetzt im Bereich metabolisch, das heißt hohes Fieber, Elektrolytentgleisungen, vor allem Hyponatremie, solche Themen. Du hast da ein Schema gefunden, das kannst du vielleicht, das fasst das vielleicht ein bisschen zusammen. Genau, also für ganz einfache Menschen wie mich, ich brauche ja immer so ABCDE oder so Listen. Und da gibt es ein Schema, das heißt TINE, also TINE. Das fängt an mit Trauma und Toxin, also Schädel-Hirn-Trauma, auch als wo die Leute zumindest manchmal so kurz krampfartige Äußerungen irgendwie zeigen, aber eben auch Alkohol und das, was du gesagt hast. I für Infektion, das passt jetzt zu dem hohen Fieber, aber speziell natürlich so Sachen wie eine Meningitis. Neurologie, da wird jetzt alles zusammengefasst, wie eben Epilepsie, aber eben auch diese ganzen strukturellen Sachen wie Blutung, Raumforderung und so weiter. Und das E steht dann eben für Elektrolyte, speziell für die Hyponatremie. Und ich finde das eigentlich ganz gut, weil das schon zeigt, dass es eben nicht jeder Krampfanfall automatisch, ja, ist ja eh irgendwie neuro, also es wird ja meistens neurologisch gesehen, aber dass man halt kurz eine Sekunde weiterdenkt, was es halt auch noch sein kann, und das einfach in seinem Kopf so abläuft, gerade wenn man vielleicht eben nicht sofort einen Neurologen oder eine Neurologin zur Verfügung hat. Okay, Simon, aber jetzt gleich ans Eingemachte, nämlich da krampft jemand. Der wird entweder jetzt gerade krampfend in unsere Notaufnahme reingeschoben unter vermutlich relativ großer Aufregung, oder wir kommen als Rettungsdienst, Notarzt irgendwie zu jemandem hin und der Mensch krampft generalisiert tonisch-klonisch, relativ dramatisch. Was macht man da jetzt sofort? Also relativ wurscht eigentlich, ob das Setting in einer Notaufnahme oder präklinisch ist. Natürlich, man wird mit den Standardschritten beginnen, wird mal schauen, also ABCD oder eigentlich ABC bis D-Schema, passt alles mit Kreislauf und Atmung, soweit man es halt in dem Moment erheben kann. Wenn er wirklich aktiv krampft, ist das eh nicht so einfach. Man wird in der Regel einen Sauerstoff geben. Häufig sind Patienten mit einem epileptischen Anfall kurz hypoxisch in der Phase von der tonischen Phase, also zu Beginn, in der klonischen, also kampfenden Phase meistens nicht relevant. Und natürlich wird man parallel, je nachdem, wie das Setting ist, schauen, dass man Anamnese kriegt. Wie lange geht das schon? Ist das irgendwie bekannt? Ist das was Neues? In welchem Setting ist das passiert? Wo ich schon erste Ideen habe in Richtung Etiologie oder irgendwelche speziellen Therapiesachen. Aber was man gleich einmal sagen muss, wenn wir präklinisch oder in einer Notaufnahme einen epileptischen Anfall sehen, dann ist es in der Regel nicht immer, aber in der Regel ein Status Epilepticus. Der Status Epilepticus ist definiert beim generalisierten Anfall als Anfall, der über 5 Minuten dauert. So schnell sind wir nicht präklinisch. Also quasi, wenn wir wegen einem epileptischen Anfall gerufen werden und bis wir da sind, läuft der noch immer, dann ist das ein Status. So schnell können wir gar nicht sein. Oder, also Definition 1 über 5 Minuten, Definition 2 ist ein zweiter Anfall, wo zwischen den beiden Anfällen man quasi den vorhergehenden und Anführungszeichen normalen Bewusstseinszustand nicht wiedererlangt hat. Das ist die zweite Variante. Hat einmal gekrampft, dann war es wieder, und in dem Moment, wo man kommt, fängt der zweite EP an. So oder so, wie schon gesagt, Status Epilepticus in den allermeisten Fällen. Und der Status Epilepticus hat eine sehr hohe Therapierelevanz, weil einfach gesagt, wir wissen, je früher wir behandeln adäquat medikamentös, desto leichter ist er zu beenden. Je später, zögerlicher, schlechter wir ihn behandeln, desto schwerer ist er auch langfristig zu beenden. Und ein prolongierter Status Epilepticus ein Status Epilepticus ist per Definition lebensbedrohlich, aber je länger das dauert, desto gefährlicher und desto mehr Sekundärfolgen kann es haben und desto schwerer ist es zu beenden. Okay, aber das heißt, wir müssen schnell was tun. Das Stabilisieren und so weiter hast du schon gut gesagt. Ich würde jetzt noch ergänzen, speziell für die Notaufnahme. Mir ist jetzt eine komplexe Blutentnahme wurscht, aber wenn es irgendwie geht, wenn man jetzt eh gerade einen Zugang versucht anzulegen, dann ist natürlich nett, wenn man möglichst schnell eine BGA kriegt, wo man die Elektrolyte dabei hat und einen Blutzucker, einfach um so ein paar schnelle Sachen irgendwie auszuschließen oder eben einzuschließen.
Okay, aber jetzt Therapie. Du hast gesagt, wir müssen schnell therapieren. Also, du hast vielleicht einfach sogar schon zum Glück bei dem einen Zugang, wo jetzt gerade die BGA abgenommen worden ist. Was gibst du dem Menschen? Also die Therapie vom Status Epilepticus ist eigentlich wirklich nicht schwierig, wird aber selten wirklich so gemacht, wie sie gemacht werden, muss man ganz ehrlich sagen. Okay. Und es hat drei Pfeiler. Das erste ist Benzodiazepine, Benzodiazepine, also viel. Der zweite Pfeiler ist Antikonvulsiva, wenn man also jetzt quasi die zweite Stufe, wenn man mit den Benzos nicht weiterkommen. Und die dritte Stufe ist die Narkoseeinleitung. Wenn wir starten mit der ersten Stufe und da starten wir natürlich mit der Frage, haben wir einen Zugang oder nicht? Also sagen wir mal so, wir haben unmittelbaren IV-Zugang, dann ist das Benzodiazepin an sich der Wahl des Lorazepam oder Temesta oder Tabor, glaube ich, in Deutschland. Alternativmöglichkeit wäre das Midazolam oder Dromicom. Die meiste Evidenz, muss man dazu sagen, gibt es für das Lorazepam. Das heißt, gerade klinisch würde man das tendenziell bevorzugen. Und wichtig ist, und das werde ich wahrscheinlich noch öfter sagen, ist, Benzodiazepine wirklich in einer adäquaten Dosis zu geben. Also in unserer reellen Erfahrung, aber da gibt es auch viele Publikationen, die das zeigen, sind die fast immer unterdosiert und das ist das Hauptproblem, warum sie nicht ausreichen. Okay. Das heißt, Benzos viel. Was heißt das? Lorazepam geben wir eigentlich, also sagen die Leute, 0,1 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht bis 4 Milligramm. Das heißt, für jeden Erwachsenen über 40 Kilogramm, das heißt de facto nahezu jeden Erwachsenen 4 Milligramm langsam IV. Wenn man ganz langsam mit 2 anfangen will, ist das okay, aber es sollten einmal schnell die 4 rein. Beim Midazolam gibt die Leitlinie eine relativ hohe Dosierung vor, nämlich 0,2 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht bis 10 Milligramm. Und jetzt ein Bolus von 10 Milligramm Dromicom oder Midazolam ist jetzt schon mutig, muss ich sagen. Das würde ich wahrscheinlich selber nicht sofort machen oder würde das fraktioniert über Minuten geben. Also ich würde mit, in der Regel beim normalen Erwachsenen mit 3 bis 5 Milligramm anfangen. 30 Sekunden, eine Minute warten, schauen, wie das funktioniert und dann die Dosis weiter erhöhen. Grundsätzlich ist es so, dass sowohl beim Lorazepam wir quasi am Ende bei 8 Milligramm ankommen sollten, also schon viel, und beim Midazolam bei ungefähr 15 Milligramm. Das heißt, da haben wir wirklich viel Platz. Das heißt, vor allem im präklinischen Setting, wenn wir uns jetzt darüber reden, die Antikonvulsiva gar nicht mit haben. Benzos, 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 so viel, wie wir uns eigentlich trauen. Oder so viel, wie der Patient, die Patientin verträgt. Natürlich, wenn wir irgendwann einmal in eine Phase kommen, wo ein atemdepressiver Effekt einsetzt, oder potenziell, das heißt, da muss man einfach schauen. Sollten wir jetzt keinen IV-Zugang haben, Das wollte ich gerade mal fragen, ganz ja. kurz, oder nicht unmittelbar leben können, gibt es eine sehr gute Evidenz für das Midazolam-IM, bisschen weniger Evidenz für intranasal. Und da gibt es auch eine ganz einfache Dosis, das ist 10 Milligramm. Also für einen normalen Erwachsenen über 14 Kilogramm, 10 Milligramm Midazolam IM gibt es ja in der Regel eh die Ampullen mit der höher konzentrierten Variante. Gleiche Dosis intranasal auch möglich, dafür gibt es einfach weniger Evidenz in Studien. Deshalb würde ich persönlich das Intramuskuläre bevorzugen. Ob es einen Unterschied zwischen den zwei Applikationsformen gibt, kann ich nicht mit Sicherheit sagen. Ja, ich finde, das Einzige, was mich am IM so immer so ein bisschen stresst, in so einer Krampfsituation oder auch in einer Kampfsituation, also das betrifft jetzt andere Kategorien von Patienten, ist halt die Sorge, dass man da bei diesem wackeligen Menschen da irgendwie mit einer Nadel sich selber oder halt andere irgendwie verletzen kann. Aber deshalb bin ich persönlich so ein bisschen mehr Fan vom Intranasal, aber gleichzeitig muss man sagen, das hängt halt sehr davon ab, wie man das macht, dass das dann auch wirklich ankommt. Also da hast sicher einen guten Punkt. Okay, jetzt haben wir Benzos hochdosiert, aber der Mensch krampft weiter und gehen wir mal ins Szenario Klinik, wo wir Antikonvulsiva zur Verfügung haben. Da gibt es ja 1000 verschiedene, also für mich als Nicht-Neurologen gefühlt 1000 verschiedene. In letzter Zeit sehe ich fast nur mehr Levetiracetam oder Keppra oder kriege das irgendwie mit, dass das jetzt irgendwie gerade so in ist. Was würdest denn du da sagen, was man so als erstes geben würde, so aus der Praxis? Also es ist wirklich so, dass ich das Levetiracetam, Klamotetra im Alter sehr breit durchgesetzt hat, einfach weil die Gabe, also vor allem auch die Einmalgabe mit
verhältnismäßig wenig Nebenwirkungen im Vergleich zu älteren Antikonvulsiva verbunden ist. Vereinfacht gesagt, also es gibt zwei Medikamente, die wir eigentlich in unserem Raum primär verwenden als erste antikonvulsive Therapie von Status Epilepticus, das ist das Levetiracetam und die Valproinsäure oder das Valproat. Beide gleichwertig, beide wirken ungefähr gleich gut, beide sind bei Einmalgabe relativ nebenwirkungsarm, haben kaum relevante Kontraindikationen, muss man sagen. Levetiracetam 60 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht, Valproat 40 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht. Beide werden komplett unterdosiert im Alltag genauso. Also auch da quasi, weil ich sehe oft, dass Leute 500.000 Milligramm Levetiracetam bekommen haben in so einem Setting. Eigentlich beim normalen Erwachsenen sind wir irgendwo zwischen 4 und 4.500. Also 4.500 ist so die Maximaldosis beim Valproat 3.000. Also für gerade kräftige Erwachsene relativ einfach 4.500 Gramm Levetiracetam oder 3.000 Gramm Valproat. Jeweils gibt man es als Kurzinfusion über so 10, 15 Minuten. Also das soll ein bisschen Zeit haben. Okay. Im präklinischen Setting haben wir das ja in der Regel nicht. Wenn wir es haben, gut, dann rein. Wenn nicht, dann wird man halt noch weiter die Benzos ausreizen. Muss man sagen. Das ist zumindest so, wie wir schon vorher gesagt haben, so weit, wie es vertretbar ist. Jetzt sind wir im Worst-Case-Szenario, das heißt, entweder bringt uns auch das voll ausdosierte Levetiracetam oder halt Valproat nichts. Und die Benzos sind auch schon am Anschlag. Und ja, jetzt sagen wir, es ist ein refraktärer Status. Jetzt geht es Richtung Narkose, oder? Ja, wobei man sagen muss, das ist selten. Also ein adäquat mit Benzos therapierter Status, also kurz, wo man unmittelbar hinkommt, der realisiert ist, also es ist wirklich selten, dass der Benzos nicht aufhört. Es ist noch seltener, dass der mit ein bisschen Intervall auf Antikonvulsiva nicht aufhört. Warum werden viele Leute intubiert? Weil zu wenig Benzos gegeben werden, muss man sagen. Also letzte Woche erst einen Patienten bei uns intubiert, noch auf unserer Intensivstation bekommen. Der hat halt bekommen, Midazolam 2 Milligramm, dann 2 Milligramm, dann 1 Milligramm. Ist jetzt nicht dramatisch niedrig, aber für so einen 80, 90 Kilo Patienten einfach zu wenig gewesen. Das heißt, ja, Next Level Narkose, auf jeden Fall, wenn man im Setting ist, aber die ersten Stufen adäquat machen, vor allem die erste Stufe mit den Benzos. Wenn Narkose, dann primär, wenn es möglich ist, mit Propofol. Einfach weil Propofol eine sehr gute antikonvulsive Wirkung hat. Grundsätzlich sind Midazolam und Tiopental auch möglich. Tiopental verwendet man insgesamt nur mehr so wenig, dass ich es schon gar nicht in dieser Indikation verwenden würde, außer man ist wirklich vertraut damit. Und das Midazolam wäre Alternative, wenn man jetzt gerade vom Blutdruck her einen Riesenstress hat und kein Propofol geben möchte. In der Regel wird man da kein Problem haben. Vor allem haben die ja schon haufenweise Benzos an Bord, aber primär Propofol in Standarddosis eigentlich und natürlich Analgetikum dazu. Was sich da durchaus anbietet neben den Opiaten ist das Ketamin oder Esketamin, einfach weil wir immer mehr wissen, dass das so zwar so dritte, vierte Wahl in wirklich therapierefraktären Status Epilepticus auf der Neurointensivstation. Aber weil es auch antikonvulsive Wirkung hat und die Evidenz dazu steigt. Wir wissen jetzt nicht, ob das bei einer Narkose zusätzlich helfen würde. Aber wenn ihr jetzt die Wahl habt zwischen einem Fentanyl und einem Ketanest, why not gleich das Ketanest? Grundsätzlich. Wäre jetzt aber auch nicht falsch, mit Propofol-Fentanyl einzuleiten. Okay, Semi, das ist doch schon mal eine coole, relativ konkrete Aussage, auch für mich, gerade dass man keine Angst haben muss vor ein bisschen Benzodiazepin und dass wirklich die Indikation zur Intubation meistens relativ selten ist und dann schon manchmal eben mit zu niedrig dosierten vorherigen Stufen zu tun hat. Ich würde noch mal kurz zusammenfassen. Und dann dich in einem zweiten Video, haha, befragen dazu, wie können wir überhaupt Krampfanfälle von Nicht-Krampfanfällen unterscheiden, zum Beispiel der konvulsiven Synkope und was machen wir überhaupt, wenn wir jetzt jemanden kriegen, jetzt speziell in der Notaufnahme, aber auch vom Gedanken her im Rettungsdienst, jemand, der nicht mehr krampft, also Zustand nach Krampfanfall, was gibt es da für Konzepte, wo muss der Mensch hin, was für Untersuchungen braucht der, welche braucht er auch nicht, muss jeder im Krankenhaus bleiben und so weiter. Aber dazu später mehr. Jetzt kurze Zusammenfassung.
Krampfanfall gibt es verschiedene Formen, so grob unterscheidbar generalisierte und fokale, wobei die fokalen und generalisierten kann man nochmal irgendwie diffiziler aufgliedern. Es gibt tausend mögliche Ursachen. Nicht alle sind immer nur Epilepsie, sondern es gibt so ein Schema, das Thiene-Schema, das ganz gut einige wichtige Ursachen für die, gerade für die Notfallmedizin zusammenfasst: Trauma, Toxin, Infektion, Neurologie, aha, und Elektrolyte. Wenn jemand akut krampft, ist es meistens, wenn wir hinkommen, ein akuter Status Epilepticus, weil der schon mehr als 5 Minuten geht. Wir schauen, dass wir den Menschen so gut wie möglich stabilisieren, geben Sauerstoff. Wenn wir können, messen wir eine BGA und schauen, ob wir irgendwie rausfinden können, was da der Hintergrund ist, fokussiert. Und als medikamentöse Therapie ist der Fokus Benzodiazepine als erste Schiene, die häufig unterdosiert werden, also ruhig mutig sein mit der Therapie, entweder IV oder IM oder IN. Wenn das wirklich nicht reicht, wäre, wenn verfügbar, die Antikonvulsiva, die nächste Stufe. Auch da wird häufig unterdosiert. Und wenn das wirklich in adäquater Dosierung beides nicht wirkt oder wir die zweite Stufe nicht haben, wie meistens im Rettungsdienst, dann wäre das ein refraktärer Status, den wir intubieren, also narkotisieren und intubieren würden. Da bietet sich eine Mischung aus Propofol und Ketamin an, weil die beide antikonvulsive Wirkung haben. Und meistens braucht man das auch gar nicht. Es gibt jetzt noch so ein paar Sonderfälle, die hatten wir beide vorher schon mal ein bisschen besprochen, irgendwie C2-Abusus, Hyperglykämie, was macht man bei Schwangeren und so, bei Kindern, das würde ich alles in die Shownotes nochmal packen, dass wir das jetzt nicht zu verkomplizieren, das Video. Aber ja, ich finde, war eigentlich jetzt ganz, ganz gut zusammengefasst, mein Lieber. Fällt dir noch irgendwas Wichtiges ein oder starten wir gleich ins zweite? Also ein wichtiger Punkt, den man gar nicht ganz erwähnt, also den du jetzt gesagt hast, die Hypoglykämie, also den Blutzucker zu messen als eine der ersten Basismaßnahmen, weil eben ein Hypo sehr oft epileptische Anfälle auslösen kann. Also das auf das auf jeden Fall nicht vergessen, wie bei eigentlich allen neurologischen Akutkrankheitsbildern. Aber Hypo macht oft epileptische Anfälle, von dem her das zu bemerken und zu behandeln ist sicher wichtig. Ja. Extrem gut, dass du das nochmals betont hast, weil das stimmt. Das ist auch wieder was, was man bei der Dramatik eines Krampfanfalls irgendwie vielleicht vergisst. Gut, Simon, vielen, vielen Dank und wir hören uns in Kürze wieder und wir sind total gespannt auf eure Fragen, auf Kommentare, eure Erfahrungen. Wie macht ihr es? Was habt ihr so erlebt? Und ja, schreibt es uns und verteilt das Video weiter und bis zum nächsten Mal bei Nerd von Medizin. Ciao. Ciao.